300 Zuschauer strömen in die Aula der Friedensschule Hamm. Große Aufregung, Spannung und Vorfreude vor der Modenschau der Kulturen. Schüler präsentieren als Nachwuchsmodels Kostüme ihrer Herkunftsländer wie Kamerun, Sri Lanka oder Pakistan. Mit dabei ist Topmodel und Moderatorin Rebecca Mier, denn die Schule hat den Projekttag beim Integrationswettbewerb der Bertelsmann Stiftung Alle Kids sind VIPs gewonnen. Mit dem Buchprojekt Angekommen, Angenommen. Entstanden sind 34 Schülerporträts als Beispiele für gelungene Integration. Es wurden Interviews von uns gemacht und dann wurden die in so einem Buch zusammengestellt, zusammengefasst. Integrationsbotschafterin Rebecca Mier ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Mit einem afghanischen Vater und einer deutschen Mutter ist das Projekt auch ein persönliches Anliegen. Ich finde ganz wichtig, dass sie halt sehen, wie viel Spaß es macht, zusammenzuarbeiten und obwohl man verschieden ist, dass trotzdem irgendwie alle gleich sind. Darum beschäftigen sich hier alle Kinder damit und haben sich so sehr damit auseinandergesetzt und das ist echt eine tolle Aktion. Bevor die große Show beginnt, steht den Schülern ein aufregender und intensiver Workshop-Tag bevor. Los geht's mit der ersten Probe. Rauf auf die Bühne und wie die echten Models über den Laufsteg. Profi Rebecca Mier verrät noch ein paar Tipps und Tricks und studiert mit den Jugendlichen eine Choreografie ein. Guckt nach vorne, lächelt, dreht euch um. Genau. Und lasst ihn wieder ein bisschen vorgehen. Die Kleinen machen sich echt ganz schön gut, also richtig so mit Posen und Hüftschwung und allem drum und dran und sie sind ganz fleißig dabei. Ich freue mich auf die Mondschau, ich glaube, es wird richtig gut. Damit es bei der Show richtig gut wird, hat sich Rebecca Mier einen ganzen Tag Zeit genommen, um mit den Jugendlichen zu üben. Unterstützung bekommen die Nachwuchsmodels auch von zwei Tänzern der Flying Steps Family aus Berlin. Mit ihnen präsentieren sie Kostüme aus 14 Ländern. Integration wird auf den Laufsteg gebracht. Integration ist wichtig, weil wir mit vielen Kulturen in unserer Gesellschaft zusammenleben und auch miteinander umgehen müssen. Das klingt jetzt so negativ. Ich würde es eher als Bereicherung empfinden, weil es eben auch die Vielfalt zeigt und einfach eine spannende Sache ist, über die verschiedenen Länder auch viel zu erfahren. Hinter den Kulissen. Alle Kids sind VIPs Fotoshooting. Hier kommen die Jugendlichen ihrem Star nochmal ganz nah. Vom Fotoshooting direkt in die Show. Hier steigt die Stimmung vor und hinter der Bühne. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auf meinen Auftritt. Bei den Proben war ich etwas aufgeregt, aber jetzt alles okay. Während die Jugendlichen ihr Können auf dem Laufsteg zeigen, moderiert Rebecca Mier die landestypischen Outfits an und gibt Hintergrundinfos zu den Ländern, aus denen sie stammen. Unterschiedliche Länder, kulturelle Vielfalt und ein gemeinsames Motto. Integration braucht faire Bildungschancen. Ich war sehr aufgeregt, aber sonst war es eigentlich toll. Es hat sich sehr schön angefühlt. Ganz toll, es hat riesen Spaß gemacht. Alle Kids?